Millionen Minijobberinnen droht die Altersarmut. 45 Jahre gearbeitet, nur 140 Euro Rente. Mehrere Millionen Frauen werden trotz jahrzehntelanger harter Arbeit im Alter in Armut leben. Betroffen sind vor allem Frauen mit einem Minijob. Deren Rente wird selbst nach 45 Arbeitsjahren weit unter dem Niveau von Hartz IV liegen. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausgerechnet, wie hoch die Rente für diese Beschäftigten ausfallen dürfte. Sehr viele Minijobber werden demnach nach 45 Versicherungsjahren nur einen Rentenanspruch von gerade einmal 139,95 Euro im Monat haben. Nur minimal besser sehen die Zahlen des Ministeriums aus, wenn der Minijobber den pauschalen Rentenbeitrag des Arbeitgebers in Höhe von 15% auf die üblichen 19,6% aufstocken würde. Nach 45 Versicherungsjahren betrage der Rentenanspruch dann 182,70 Euro. Dies würde sich für die Betroffenen allerdings nicht lohnen, denn ihre Rente läge dann immer noch unter dem Hartz-IV-Niveau. Derzeit haben laut SZ 7,4 Millionen Menschen in Deutschland einen Minijob, also eine Stelle auf 400-Euro-Basis, für die keine Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden. Davon waren Mitte 2011 knapp 4,65 Millionen Frauen. Gut zwei Drittel von ihnen haben ausschließlich diesen Minijob. Seit den arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen der einstigen rot-grünen Bundesregierung wurde der Niedriglohnbereich massiv ausgeweitet. Millionen gut bezahlte Vollzeitstellen wurden durch schlecht bezahlte Minijobs ersetzt. Dadurch wurde der Grundstein für die kommende Altersarmut gelegt. Hinzu kam die Entscheidung, das Renteneintrittsalter auf 67 anzuheben. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Menschen frühzeitig in Rente gehen, wodurch immer höhere Abschläge in Kauf genommen werden müssen.